Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play NHL 17, unser Franchise-Modus mit den New York Rangers. Heute geht es gegen die Winnipeg Jets. Vorher habe ich noch eine kleine Sache, die wir machen werden. Und zwar, es ist noch nicht der Trade, den machen wir erst nach dem Spiel. Ich habe gesehen, wen ihr gerne wollt. Und zwar ist das Thomas Greiss, den ihr als unseren neuen Backup haben wollt. Da werde ich schauen, inwieweit das möglich ist. Das möchte ich allerdings erst alles nach dem Spiel erledigen. Und zwar habe ich was anderes in der Zwischenzeit gemacht. Und zwar habe ich gedacht, ey, auf der Verteidigerposition, da könnten wir uns unter Umständen auch mal umsehen. Und dementsprechend habe ich Dennis Seidenberg, und vielleicht jetzt doch mal kurz das Profil von ihm ansehen, habe ich Dennis Seidenberg mal angefragt, ihm Angebot geschickt. Bin sehr gespannt, ob er jetzt bei uns unter Vertrag gehen möchte. 85er Gesamtwertung ist auf jeden Fall sehr ordentlich, jetzt für ein Jahr. Und ja, schauen wir mal nach dem Spiel, wie sich das alles entwickelt. Also wir sind das Team ein ganz kleines bisschen am Umbauen. Ich denke, das ist nicht das Schlechteste. Dann, es gibt doch noch eine Sache, die wir machen werden. Und zwar, auch weil es gewünscht war, wir schauen uns mal die Spielerstats an unserer einzelnen Spieler. Und ja, an sich ist alles doch relativ ausgeglichen, wenn man mal ehrlich ist. Okay, beim Toren jetzt nicht so, aber ansonsten, wenn man mal auf die allgemeinen Scoring Points sieht, dann gibt es da gar nicht so große Unterschiede. Zumindest hier so in der Top 3. Und ja, dann im unteren Bereich aber auch nicht. Also jeder scored auf jeden Fall mal und ist an Toren beteiligt. Das ist natürlich ziemlich wichtig, keine Frage. Und ja, ich werde das Ganze vielleicht mal so ein bisschen kommentarlos, damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt. Matt Zuccarello natürlich einer unserer zuverlässigsten Spieler, Derek Stefan, Chris Kreider, Rick Nash, Dan Girardi und so weiter und so fort. Ich bin auf jeden Fall mit den Feldspielern an sich soweit zufrieden, nur halt im Tor sehe ich noch einige Schwächen, die wir hoffentlich jetzt ausmerzen können. Ja, das war dann jetzt erstmal soweit alles. Ich denke, für den groben Überblick reicht das und wir gehen jetzt rein ins Spiel gegen die Winnipeg Jets. Und ich darf euch ein weiteres Mal im Madison Square Garden begrüßen. Jetzt direkt zum Eröffnungsbully gegen die Winnipeg Jets. Ein Team, das auf jeden Fall in den Playoffs noch nach irgendwas am Suchen ist, nach irgendwas Zählbaren, haben dort noch nie auch nur eine einzige Playoff-Serie gewinnen können. Dementsprechend also müssen wir nicht über den Stanley Cup reden. Weil wenn man noch nie in den Playoffs gewinnen konnte, also zumindest eine Serie gewinnen konnte, dann ist es sehr schwer, mal den Stanley Cup irgendwie zu gewinnen, da mal gewonnen zu haben. Ach nee, warum bist du denn im Tor? Hör mal, ich habe gesagt, das war dein letzter Auftritt. Also den werde ich jetzt gleich bei der nächsten Gelegenheit einmal kurz rausnehmen, weil den will ich nicht mehr im Kasten sehen. Der ist jetzt bald bei den New York Islanders. Wo übrigens jetzt ja auch Dennis Seidenberg in echt spielt, hat ja zu den Islanders, ja, was heißt gewechselt, wurde von denen verpflichtet. Sagen wir es mal so. Also somit zwei Deutsche jetzt bei den Islanders unter Vertrag. Allerdings, wenn es hier alles richtig läuft, sind die beiden Deutschen bald bei uns und nicht bei den Islanders. Das tut mir immer sehr in der Seele weh, wenn ich sehe, dass so viele Deutsche, ja, zu dem schlechteren New Yorker Team wechseln, zumindest in meinen Augen. Und ja, obwohl, waren die im letzten Jahr vor uns in der Tabelle, in der Division, weiß ich gar nicht, aber wir sind halt einfach das coolere Team. Das muss zumindest für mich klar. Gibt natürlich auch die Fans der New York Islanders, aber manchmal entscheidet man sich halt falsch. Ne? Selbe ist natürlich bei den Philadelphia Flyers oder New Jersey Devils. Das sind halt so die Teams, die ich auf der Eishockey-Ebene nicht so gern habe. Einfach der Rivalität bedingt. Natürlich ist es nicht schlimm, wenn einer von euch Flyers oder... Oh, geiler Check übrigens da. Flyers oder Islanders oder sonst was Fan ist. Oh, ach, wenn das jetzt ein Penalty wird, ne? Ach, das ist so lächerlich. Aber okay, da brauche ich auf jeden Fall einen anderen Goal im Tor. Ich sehe zwar überhaupt nicht, wo da auch nur eine Strafe war, aber scheiß drauf. Wechseln wir jetzt mal kurz hier den Goalie durch. So, war schön, hat es geile 3 Minuten im Tor, aber für dich ist jetzt schon Feierabend. Der sieht auch noch aus wie ein Mülleimer. Ey. Oh, das war jetzt die persönliche Ebene. Die möchte ich nur ungern. So, ja, guck nicht so doof. Der Henrik übernimmt den Job. Kommt hier kalt rein und wird direkt... Ja, wer ist denn da am Tor?
Okay, warum der Goal jetzt nicht gewechselt wurde. Ja, lächerlicher Penalty, lächerliches Tor. Aber ist jetzt egal. Gehe ich jetzt nicht, auch nicht drauf ein. Warum da überhaupt ein Penalty gegeben wurde, habe ich auch gar nicht richtig mitgekriegt. Können wir jetzt mal gucken, wer jetzt im Tor ist. Jetzt ist Lundqvist im Tor. Warum durfte der gerade nicht wechseln? Da gibt es Wetten auch eine Regel, dass du vor dem Penalty den Goalie nicht wechseln darfst oder so. Keine Ahnung. Ich kenne jetzt doch nicht das ganze NHL-Regelbuch auswendig. Oder es war einfach ein Bug vom Spiel. Das kann auch sein. Keine Ahnung. Aber sie haben mir den Wechsel vorher angezeigt. Das ist das, was mich so stutzig gemacht hat. Ja, so ein sehr komisches, sehr unverdientes Tor. Also wieder eine verzögerte Strafe, alles klar. Ja, das gibt es ja aus irgendeinem Grund 2 Minuten, juckt mich aber auch nicht. Ja, liegen jetzt also hier 1-0 hinten gegen das Team. Wenn wir es in den Playoffs sehen, müssen wir uns keine Sorgen machen. Also jetzt wird es aber ganz, ganz großartig lächerlich hier. 2-0 durch so einen Kack. Also kann denn einer meiner Goalies mal irgendwas? Was war das wieder für ein Schuss? Ja, also ein beschissener Start hier in das Spiel. Kann man nicht anders nennen. Ich komme auch überhaupt nicht rein. Also vielleicht liegt es daran, dass wir noch nicht mal 10 Uhr morgens haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme. Aber ich komme hier nicht ins Spiel. Ja, wir fahren der Scheibe vorbei. So, jetzt Lundqvist, Gott sei Dank. So, jetzt mal vielleicht gucken, dass wir vielleicht auch mal was ans Laufen kriegen hier. Das ist ja absolut peinlich, was wir hier bis jetzt abliefern. Also, 2 total unnötige Tore. Und ja, wir arbeiten stark auf die dritte Saisonniederlage hin durch uns. Und ja, wieder gegen so ein Kackteam. Gegen Edmonton war schon eine enge Nummer. Aber hier, das sieht jetzt ja nicht gut aus. So, schön klein. Immer diese kack-kleinen Checks, wo du da nicht rauskommst, ne? Wo die dann einmal drin sind und dir klar ist, dass die Scheibe abnehmen, ey. Zum Kotzen. Ja, jetzt wird dieses Umgepasse, ey. So, spielen hier kein Baseball, muss nicht nach dem Puck schlagen. So, Glass, ja, ist zu langsam. Da brauche ich einen Zuccarello. Ja, schade, dass der Pass nicht ankommt. Little, Torschütze zum 1-0, fast. Ja, 1er Pass auf Rick Nash. Und da ist der Anschlusstreffer durch Rick Nash. Schon mal ein ganz, ganz wichtiges Tor hier, kurz vor Pause. Also, ist wieder alles offen, das 2-2, das sollten wir auch hinkriegen. Also behaupte ich einfach mal, dass das jetzt auch nicht das größte Problem wäre. So, Bulli geht an uns, jetzt Zuccarello. Ja, also der Schuss kommt einfach noch nicht durch. Schade, hätte vielleicht schon das 2-2 sein können. Weil das ist natürlich die Spezialität von Matt Zuccarello, sich da durch die Verteidigung irgendwie zu schlingeln und dann das Ding im Kasten unterzubringen. Ja, also Henrik, war auch nicht deine beste Leistung jetzt die erste Hälfte, ne? War ein sehr unnötiges Tor. Das andere, das geht noch auf die Kosten von unserem jetzt baldigen Ex-Goalie. Der für mich einfach eine absolute Grotte ist. Also müssen wir auch nicht großartig drüber diskutieren. Ich werde übrigens natürlich versuchen, ihn loszuwerden. Und dann, ich muss höchstwahrscheinlich Draftpicks oder so abgeben. Um den Kreis dann irgendwie zu kriegen. Aber wir werden es hier nicht 3-4 Jahre spielen können. Einfach aus zeittechnischen Gründen nicht. Also das Franchise-Modus hier dementsprechend sind die Draft-Picks mir ziemlich Wayne, weil wir werden da eh nichts draus machen können. So, unser Ziel ist es, eine Saison komplett durchzukriegen und ja, dann haben wir den Draft sowieso nicht vor uns, deswegen bin ich da ganz entspannt, aber das sagte ich ja schon, dass die Draft-Picks für mich sehr nice nicht das Hauptaugenmerk sind. Jetzt hier auch das 2-2, also es läuft doch besser. Schönes Tor hier von Max Dort, einfach abgezogen. Und damit das zweite Tor für ihn erst. Also, ja, den Goalie eigentlich kaum behindert. Doch, Rick Nash hat eigentlich den Goalie behindert, aber scheiß drauf. Tor ist gegeben, ist gültig, dementsprechend ist mir das jetzt total egal. Und ja, es steht 2-2. Also, wir sind wieder auf dem Kurs. Die Würfel sind wieder auf 0. Die Würfel sind wieder auf 0. Die Würfel sind gefallen. Heißt jetzt eigentlich nicht. Es ist auf jeden Fall wieder alles offen jetzt, Kreider hier über die Seite. Und, ja, schade, schade, schade.
wieder so ein bisschen Wunschdenken sind diese Pässe, die dann nicht ankommen. Ryan McDonaghy. Jetzt mit der Scheibe hier rauskommen, dann übernimmt das wieder Stall. Abseits? Okay, habe ich jetzt nicht gesehen, wer da zu früh drüber gelaufen ist, aber egal. Und wir treffen uns am Bullypunkt wieder. New York übrigens, was gestern oder was vorgestern, ich weiß es gar nicht, gegen die New Jersey Devils in der Vorsaison 5-4 verloren. Ist egal. Also da werde ich nicht so großartig drüber quatschen über die Preseason. Erstmal verfolge ich sie gar nicht so richtig. Und zweitens, es ist die Preseason. Also es ist wie in der NFL, wie in der NBA, wie in jeder Liga. Auch hier bei uns beim Fußball, wenn es diese Vorsaisonspiele gibt, die interessieren keinen so wirklich, wer da gewinnt, wer da verliert. Also erst sobald da wirklich was, so um was Zählbares geht, ab da bin ich dann mit dabei und werde dann auch hier sicher das ein oder andere Spiel ansprechen, nicht unbedingt nur von New York. Und so ein bisschen mal meine Gedankengänge dazu vielleicht abgeben. Na, ich freue mich auf jeden Fall wieder riesig, wenn es in der NHL offiziell wieder losgeht. Natürlich das erste offizielle Spiel gegen die Islanders. Ich weiß nicht, ob ich es live gucken kann, höchstwahrscheinlich nicht. Es ist, ich glaube, es ist donnerstags oder so. Und dann auch bestimmt wieder nachts um 2 Uhr. Und das ist halt einfach aus, erstmal wegen der Zeitverschiebung dann natürlich nicht möglich. Und weil es mitten in der Woche ist, wo ich am nächsten Tag arbeiten muss. Da ist es sehr schwer, so ein Spiel sich dann anzugucken. Aber dann im Nachhinein werde ich mir, schöner Schuss, werde ich mir das Spiel auf jeden Fall zumindest, ich weiß nicht, ob ich es mir ganz geben werde oder in der Zusammenfassung, die auch, wo die wichtigsten Szenen aus dem gesamten Spiel drin sind, muss ich dann aber mal schauen. Aber ich freue mich auf jeden Fall riesig auf das Spiel, hoffe, dass wir in der regulären Saison, wie schon in der Preseason, den Sieg mitnehmen können und die ersten 2 Punkte klar machen können. Erstmal natürlich, weil es gegen das andere Team aus New York ist und dann noch, weil es ein Division-Rivale ist und da sollte man möglichst schauen, dass man seine Schäfchen schnell genug ins Trockene bringt. Das ist der Fahnen. Ich hoffe, da steht jetzt einer an der blauen. Ja, sonst wäre ich auch etwas sauer geworden. Oh, 2 Minuten gegen Winnipeg. Mal wegen Haken, glaube ich, wenn ich die Bewegung da richtig gedeutet habe. Und somit wir mal im Powerplay. Etwas, was wir ganz selten bis hierhin gesehen haben. So, ja, an den soll es nicht passen. McDonaghy mit dem ersten Schuss, der so ein bisschen in die Hose geht. Oder am Tor vorbeigeht, einfach mal. Naja, so, Neuaufbau, sehr schön über Rick Nash, der jetzt den Puck ins Innere bringt. Erster Schuss auf den Kasten und Pavlenko muss sich da hinlegen, sonst wäre Zuccarello da zur Stelle gewesen. Bulli, wir können die Reihen durchwechseln, allerdings auch die Winnipeg Jets. So, jetzt, scheiße. Jetzt wird es hier aber ganz gefährlich. So, nochmal den Fehler gut ausgebügelt. Jetzt gibt es hier... Ach, wegen Behinderung. 2 Minuten. Wo? Komm. Diese Behinderungsstrafe, die ist seitdem es NHL gibt, ist diese Behinderungsstrafe Schwachsinn. Also, die hat nie wirklich irgendwas gebracht. die war nie irgendwie sinnvoll, dass gepfiffen wurde. Das... egal. Kein Kommentar. Also nicht nur bei mir, auch wenn der Gegner die kriegt. Hä? Ja, guck nicht so doof. Hä? Na gut, das ist wahrscheinlich Torraum abseits, kann es nicht sein. Der Schläger war nicht über der Latte. Was ist dein Problem? So, jetzt das ist vielleicht eine deutlich bessere Ansicht. Ah doch, okay. Ja, okay. Gut, der Schläger, der darf einfach, wenn man abfälscht, darf der nicht über der Höhe der Latte sein. Und das war hier der Fall, denke ich einfach mal. Deswegen, kein Tor. Nee, Kollege, das habe ich sogar ich jetzt gesehen am Ende. Also ich dachte im ersten Moment, warum pfeift er halt ab? Weil der Schläger war deutlich unter der Latte. Aber ja, wenn er drüber ist, dann ist der Stock einfach zu hoch. Und dementsprechend wird so ein Tor dann nicht gegeben, wie wir es jetzt gesehen haben. Schade. Aber gut. Es wird sich noch die Gelegenheit ergeben für uns. Da bin ich mir sicher. Jo, es kommt keiner, kommt da von mir in die Scheibe, weil der da so dumm steht. Landquist jetzt mit einem riesigen Save. Ja, jetzt kommt so ein... Ja, 2 Minuten wieder rausgeholt. Sehr schön, das würden wieder 2 Minuten wegen Haken sein. Also jetzt ganz, ganz viele Strafen hier. Zum Ende dieses zweiten Durchganges.
Vielleicht erleben wir jetzt ja zum ersten Mal die Overtime. Ja, oder? So ein Move. Das war sehr sinnvoll. Also sehr schlechter Schuss. Ich weiß nicht, ob den der Schläger gebrochen ist. Wer hat da überhaupt geschossen? Naja. Egal, JT Miller. Auch einer der flinkeren Spieler. Ah! Jetzt ist es so ein bisschen Pech auch, was mit dazu kommt noch. So. So, Chris Kreider hier. Oder Chris, besser gesagt. Ja, dem ist jetzt der Schläger gebrochen. Das ist aber ganz gut für uns. Wo das da überhaupt einer steht. Ja, 1A-Check, sehr sauber gefahren. Und dementsprechend legt sich unser Spieler dahin. So, beide Teams wieder vollzählig. Haben wir auch lange nicht gesehen. Gab jetzt wirklich sehr, sehr viele Strafen in den letzten paar Minuten. Und mal gucken, ob wir jetzt hier noch eine provozieren können. Ist der Fall. Nächste Strafe gegen die Winnipeg Jets hier. Also jetzt konnten wir gerade einiges an Strafen rausziehen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und können jetzt wieder mit der ersten Powerplay-Formation hier eingreifen. Matt Stoll. Scheibe kann da gerade noch so über den Kasten gelenkt werden. Ja, und also für mich war das jetzt gerade eigentlich kein Check, wo irgendein Spieler den Puck verliert bei. Aber gut. So. Stoll ist wieder dran. Da haben wir schon mal angeklingelt. Ja. Zum Ende noch einmal kurz am gegnerischen Tor angeklingelt und rein geht's in die letzten 20 Minuten. Noch eine gute Minute Powerplay für unsere New York Rangers. Bulli geht an uns. Matt Zuccarello kommt hier an die Scheibe. Kommt durch, aber ja, kommt dann leider nicht ganz bis zum Abschluss bzw. zum Erfolgreichen. So, jetzt ist es Ryan McDonaghy, der hier über die Seite reinlenkt. Und dann macht es der Captain halt selber. 3-2 für unsere New York Rangers. Jetzt treffen wir auch mal im Powerplay. Ja, wir werden hier darum gebeten, das hier nicht zu versauen. Also ich denke, bis jetzt machen wir das nicht. Also 10-2 unsere momentane Statistik. Ich glaube, man kann mehr als zufrieden mit den Rangers sein. Wir sind Erster in unserer Division. Und ja, ich denke, wir bauen das Stadion soweit es geht aus. Wir verbessern alles. Wir werden zwei sehr gute neue Spieler jetzt mit dazu holen. Einen in der Verteidigung. Also ich gehe davon aus, dass Seinberg zu uns kommt. Ich hab's kommen sehen. Ich habe dieses Tor kommen sehen. Naja. Also wir werden zwei gute Spieler mit dazu holen. Und ich glaube, wir machen das hier ganz gut. Bis hierhin. Ja, Tor kommentiere ich wieder nicht weiter. Also, kann man sich nochmal ansehen. Es war wieder das Standard hinterm Tor, was jetzt gleich nochmal passieren wird. Dieses Rübergepasse. Ja, es ist wirklich eine Verschlimmbesserung, die man da gemacht hat. Ja, war mir klar. War mir klar, dass so ein Mini-Check reicht. Also, der wiegt keine 20 Kilo, der Zuccarello, ne? Der hält auch manche Sachen tatsächlich aus. Aber gut. Ja, jetzt aufpassen. Stoll, würdest du bitte dich an die Scheibe begeben? Danke. So, jetzt rüber. Und Schuss. Ah! Jetzt möchte es aber auch nicht laufen, ne? Warum? Mir war klar, dass er auf den passt. Deswegen war ich schon direkt bereit zu schießen. Warum auf keinen Verteidiger? So, Kreider jetzt. Auch einer der eigentlich zuverlässigen Spieler, wenn er denn durchkommt. Ja. Das war dann doch alles. Da war dann doch zu kurz vorm Tor, um den sinnvoll verwerten zu können. Schöner kleiner Check, der aber trotzdem ankommt. Trotzdem kommt dieser Pass an. Ja, und der kommt wieder nicht an dann. Abseits. Sehr schön. Müssen alle raus. Somit können wir uns hier hinten neu sortieren. Was war das? Ja, den Fehler ziemlich nochmal selber korrigiert. Weil das war wirklich gerade eine ganz, ganz peinliche Nummer. Und im Nachhinein JT Miller mit der erneuten Führung unserer New York Rangers. Sehr, sehr spannendes Spiel, was wir hier aber auf jeden Fall geboten bekommen und was auch die anwesenden Fans hier zu sehen kriegen. Also es wird nie langweilig im Madison Square Garden, das kann man auf jeden Fall sagen. Wir kämpfen hier wirklich jedes Mal und ja, es läuft gut. Behaupte ich einfach mal, es läuft hier sehr, sehr gut für uns. Es ist ein spannendes Spiel, ich hoffe euch gefällt es genauso wie mir, auch wenn ich mich hin und wieder mal so ein bisschen aufrege, aber es war nicht wie bei dem, ich weiß nicht, wo wir 2-7 oder irgendwie so verloren haben. Es ist alles soweit noch okay, es war jetzt wieder ein Standardtor dabei, aber ich finde, ja, ein Penalty-Tor, aber das andere
Es war okay. Also an sich, heute finde ich, ist es nicht... Oh, jetzt hier der Doppelschlag unserer Rangers. Sehr, sehr schön. 5-3. Bisschen glücklich jetzt das Tor. Ich weiß auch gerade, wer hat's gemacht? Das wieder Miller? Wer hat das Tor gemacht? Nee, Grabner, okay. Egal, schön. Freut mich. 5-3, Lundqvist kriegt wieder einen Assist. Also der sammelt echt Assist-Points. Davon können andere träumen. Und jetzt gleich, die Folge ist ja noch gar nicht, jetzt gleich nach dem Spiel vorbei. Ihr dürft wieder die zwei Teams aussuchen, wie gewohnt. Und danach, davor. Schauen wir mal erstmal, wie sich Seidenberg entschieden hat, ob er zu uns kommt oder nicht. Aber ich denke, wir bieten ihm mit die beste Perspektive, weil besser als bei uns läuft es, glaube ich, gerade nicht bei vielen Teams. Oder bei überhaupt irgendeinem, wenn dann überhaupt gleichwertig. Und dann kommt halt der Trade, dass wir möglichst schauen, dass wir Greis irgendwie als Backup für uns gewinnen können. Wäre auch bei mir eine Idee gewesen. Habe ich auch, meine ich, im letzten Video so angesprochen. Schauen wir mal, was dabei rumkommt, was ich dafür geben muss. Also ich werde höchstwahrscheinlich Ranta abgeben und bestimmt irgendwie 2 Draftpicks oder so. Ja, da werde ich aber nicht lang fackeln, weil die interessieren mich. Das sage ich, kann man so ganz ehrlich sagen. Weil wir werden nicht viel draften. Und oh. Ja, nochmal 2 Minuten wegen Beinstellen jetzt gegen unsere New York Rangers, aber das ist alles soweit okay. Wir führen noch mit 2 Toren, jetzt ein Penalty Kill müssen wir dementsprechend ordentlich arbeiten. Dann sollte es bei den Beintoren bleiben, sehr schön. Jetzt den einen Schuss schon mal abgewehrt. So, ich will, dass da keiner von denen irgendwie ins Slot kommt. Ja, und das ist immer so ein Tor. Ja, das war klug rausgespielt. Ich hatte nicht mal annähernd eine Chance, irgendwie an diesen Puck zu kommen. Dann Wheeler... macht da das Tor, den Anschlusstreffer. Aber alles soweit noch okay. Wir führen immer noch und das ist das Wichtigste. Aber wieder 4 Gegentore sind mir wieder viel zu viel eigentlich. Also da kriege ich als GM schon so einen leicht roten Kopf auf der Tribüne. Weil das kann es nicht sein. Also das kann es einmal von der Defense nicht sein. Dann ist zwar wieder ein Tor in Unterzahl, das kann es vom Penalty Kill nicht sein und das kann es auch im Tor nicht sein. Also. Das sind alles so Dinge, wo ich mir denke, ey Leute, das war zum Beispiel jetzt ein rausgespieltes Tor, da habe ich nichts gegen. Das war klug rausgespielt, das war nicht so eins. Ja, danke. Das war nicht so ein Tor. Alles gut. Also klar, es war nicht gut, weil es ein Tor war. Aber es war nicht dieses Standardprozedere. So, Bulli gewinnen wir jetzt ganz wichtig, ist der Fall. Scheibe können wir rausbringen, ist ebenfalls der Fall. So, Schuss, ja, war mir klar, es war mir klar, dass er wieder abgeblockt wird. So, jetzt im Gegenzug direkt mal den Ausgleich. Ja, doch nicht, aber sah schon wieder danach aus, sieht schon wieder ganz stark nach dem Tor aus. Ja, gut. Ja, die wollte ich eigentlich abgeben. 1, 2, 3, 4, 5, 5 Spieler? Oder haben die schon den Goalie rausgenommen? Ich meine nicht, aber wird dann jetzt höchstwahrscheinlich gleich passieren. Dass der Goalie ebenfalls das Zeitliche segnet. Aber das sollte dann jedoch die Entscheidung gewesen sein. Matt Zuccarello. Also wirklich mit einer der zuverlässigsten Scorer in so gut wie jedem Spiel macht er was. Und das sollte das ganze Ding hier besiegeln. Schon sein 9. Tor in dieser Saison. Also ja, Pavlek da ganz eiskalt ausgetanzt. Und das Ding im Netz versenken können. Das sollte es gewesen sein. Und deswegen mag ich diesen Spieler so unheimlich gerne, weil der einfach immer trifft, weil der auch immer in wichtigen Situationen trifft. Aber gut, das sollte es gewesen sein. Wir werden hier die 2 Punkte im Madison Square Garden behalten. So, Gasttorhüter verabschiedet sich jetzt. Wo ist Zuccarello? Wo ist Zuccarello? Aha. Und das 10. Tor in der Saison für Mats Zuccarello. Herzlichen Glückwunsch nach 13 gespielten Spielen hat er schon 10 Tore gemacht. Also das ist auf jeden Fall schon mal eine Ansage. Ja, komm, du musst das Schild nicht durchgehend zeigen. Er wird es nicht so extrem gefreut, weil also ins leere Tor treffen, das sollte man dann doch hinkriegen, wenn man in der besten Liga der Welt spielt. 7-4 wird das Endergebnis lauten. Außer hier passiert nur ein Tor. Aber was auf jeden Fall jetzt feststeht, ist, dass wir beide Punkte mitnehmen. Das ist schon mal eine sehr, sehr gute Maßnahme. Dann schauen wir jetzt mal, dass wir Greis noch auf unsere Seite ziehen können. Und Seidenberg, dann bin ich rundum zufrieden mit diesem Part. Noch im letzter Schuss hier auf den gegnerischen Kasten. Und dann ist Feierabend. Wir behalten die Punkte im Madison Square Garden, stocken unseren
Vorsprung auf die Washington Capitals dementsprechend ein bisschen auf. Und ja, ja, Lundqvist, kannst eigentlich nicht so zufrieden sein. 3 Gegentore gegen dich. Das kann auch weniger sein, oder sollte auch weniger sein, weil Winnipeg ist jetzt nicht das stärkste Team. Bedanken uns jetzt hier natürlich nochmal bei den Fans. Und ja, Ranta, du musst dich nicht mehr so oft bedanken. Das habe ich, glaube ich, jetzt schon ein paar Mal gesagt. Weil für dich war das definitiv der letzte Einsatz für unsere Rangers. Ja gut, dann schauen wir mal, was jetzt gleich was wir jetzt gleich anbieten müssen. Ich werde jetzt erstmal bis zum nächsten Spiel simulieren, um zu schauen, ob sich Seidenberg bis dahin für uns entschieden hat oder nicht. Dich verpflichten wir jetzt mal nicht. So, haben wir jetzt anscheinend eine etwas längere Pause. Als ob der sich immer noch nicht entschieden hat. Gut, das dauert noch ein bisschen, aber wenn da eine Entscheidung kommt, sage ich euch natürlich dementsprechend Bescheid. Oder hat er sich vielleicht umentschieden, ohne es mir zu sagen? Ne, der braucht noch ein bisschen. Aber jetzt kommen wir dann zu dem Wichtigeren, zum Trade. Wir werden jetzt einmal den Trade vollziehen. Da waren sie, glaube ich. Ne, gar nicht. Da, Wahnsinn. So, dann jetzt einmal bitte zu den Goalies. Ich weiß gar nicht, wie viel Kreis überhaupt hat. 82, naja, okay, da werde ich nicht viel für geben müssen. Da werde ich nicht viel für geben müssen. Ranta, du hast zwar mehr, aber du bist schlechter in meinen Augen. Na, einen Trade werden wir einfach vorschlagen. Und dann, alles klar. Ja, einfach haben geht der Trade nicht. Also, einfacher geht der Trade nicht. Ach, haltet doch die Klappe, das war ein Opfer. Ey, dass ihr da jetzt scheiße drauf seid, ist mir auch scheißegal. Also, sorry, aber für mich war das einer der schlechtesten Spieler, die wir hatten. Und da trade ich, Feierabend. Ich treffe als GM nun mal nicht eine Entscheidung, die euch allen gefallen. So, im nächsten Spiel wird dann Thomas Greiss direkt seine erste Chance bei uns kriegen. Als neuer Backup. Sogar genauso groß wie Lundqvist, wiegt aber mal 15 Kilo mehr. Also ich bin sehr gespannt, wie der sich schlagen wird. Und jetzt apropos nächstes Spiel. Es liegt wieder an euch. Gegen welches Team werden wir uns, ja, nicht in den Stats, gegen welches Team werden wir uns als nächstes beweisen? Wen wollt ihr sehen, wen wollt ihr nicht sehen? Hier sind immer noch Erster, 22 Punkte. Sehr, sehr nice, was wir hier machen. Ja. Welches Team soll es denn sein? Die Vancouver Canucks hätte ich dann einmal zur Auswahl. Die Calgary Flames, die Edmonton Oilers nochmal, wäre ja auch ein enges Ding gegen die. Ja, Vancouver nochmal, aber lasse ich mal ignoriert. Columbus, reicht das zur Auswahl? 1, 2, 3, 4. Na komm, gehen wir bis da ganz unten. Florida Panthers oder die Pittsburgh Penguins, mein Gott, nicht Pittsburgh Steelers, falscher Sport. Also, welches dieser Teams hier soll es sein? Gegen welches sollen wir in den nächsten beiden Parts spielen? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare. Und ja, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Bis dahin, euer Janis für GameTastic.de. Ciao.